Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Empyrean Galactic Survive mit dem guten Pappnase. Hallo. Und ihr hört das Knirschen seines Stuhls im Hintergrund. Nicht sein Stuhlgang, nein, das ist sein Sitzstuhl. Ja. Hey, Witz, was ist das für ein Ding? Kann man damit noch Menschen foltern? Ist dafür einst konzipiert worden. Okay, jetzt geh mal durch die Tür durch, das sah gerade so cool aus. Geh mal durch. Okay, nein. Boom, guck dich das mal an, das sieht ja super geil aus, ne? Gut, oh. Hä? Was du jetzt? Ja, die standen in den Kommentaren. Ich soll mal Y drücken. Ja, dann passiert das, ich schalte die Basis aus. Super geiler Kommentar. Wenn auf jeden du F Fall. Drückst? Auch. Nö, dann funktioniert die noch. Ja, aber du machst nur die Lampen aus oder so. Genau. Ach du, das ist aber seltsame Steuerung. Warte, ich muss ganz schnell die Musik ausmachen, sonst gibt's wieder Content-Treffer ohne Ende. So. Wahrscheinlich war es schon zu spät. Schon, der Content-Treffer ist schon wieder dabei. Damit irgendein Mensch Geld dafür bekommt, dass 100.000 YouTuber das Spiel spielen. Selbst wenn die Aufrufe nicht so groß sind. Das ist egal. Gut, ich habe Salamis hergestellt. Wir wollen ja jetzt heute was wagen, der Pappnase und ich. Muss ich einfach mal so sagen. Ja, wir wollen, Tim. Ja? Die ganzen Energiezellen sind weg. Wieso? Ja, die habe ich schon im Schiff getan. Nur sicherheitshalber. Wir sind hier mit. Wollte schon sagen. Ich habe eine Ladung Salamis mit. Ich habe Luft und Kraftstoffzellen. Habe ich das mit dabei? Weil wir wollen heute einen Fehler wieder gut machen und zwar Milch holen. Milch wollen wir heute holen. Aber heute machen wir es richtig, ne? Oder? Auf jeden Fall. Gut. Ich gehe nochmal, während der Pappnase wahrscheinlich wieder 20 Stunden irgendwas vorbereitet, mit euch durch die Basis und guck, was sich hier so geändert hat. Nicht viel. Wir können jetzt auch Luft holen. Wir haben eine Küche, da ist so der Pappnase. Hallo Pappnase. Hallo. Das ist ein Schlafraum. Wie gesagt, mit UV-Licht würden wir hier sehr viele Flecken erkennen. Und da ist mein Schlafraum. Der hat natürlich einen Flachbildschirm. Alles nur für die Bildung natürlich. Ne? Und, boah, Pappnase, warst du gerade auf Klo? Das stinkt hier drinnen, mein Gott. Dein Vater stinkt. Oh Gott. Gut, was machst du da? Nichts. Auf zum Eisplaneten. Ich würde sagen, auf zum Eisplaneten, oder? Oder willst du jetzt 20 Stunden irgendwas anmalen, was verändern, was verbessern? Ja, also ich, okay, soll ich fliegen oder du? Sollen wir ehrlich sein? Ja. Du. Okay. Haben wir überhaupt schon eine Hundebox drauf? Steig ein. Ja, steig. Ach, nö. Wir haben gar keine Hundebox, wir müssen die erstmal bauen. Ja. Darum breche ich deine Konstruktion hier ab. Da haben wir große Töne gekloppt, ne? Hier war doch irgendwo eine Beule, da. Mach schon mal die Bollen raus. Also, in den Kommentaren habe ich natürlich gelesen, dieses Starterflugzeug, was wir hier haben, das taucht nicht die Bohne. Das wissen wir natürlich auch. Aber zum Reisen ist es natürlich optimal. Oh, was für eine Aussicht. Also, ich kenne eigentlich kein Spiel im Augenblick, was so eine geile Aussicht bietet. Ne? Auch wenn man jetzt nicht ganz so auf die Grafik achtet, jedenfalls. Also, gefällt mir das sehr, 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 sehr gut. Ja, ich finde es etwas skurril. Wo sind denn... Was denn? Alles was gut, alles also gut. Ich gehe währenddessen mal im Garten. Mach das. Und zeige den Leuten mal, wie der Garten mittlerweile aussieht. Er blüht. Oh Gott. Der blüht aber richtig. Kaffee, Kürbis, Korn, Fragezeichen, was steht da? Pressing-Früchte. Keine Ahnung, was das ist. Space Durants, keine Ahnung. Tomaten, die erkenne ich. Kann ich sogar aufnehmen, cool. Schon fertig geblüht oder was? Tomaten sind fertig, aber nicht alles. Korn habe ich jetzt. Das braucht auch ewig lange hier, diese komische Frucht. Jetzt kann ich es auf. Doch, kann ich tatsächlich alle pflücken. Nur Kaffee ist ja ein bisschen später gesät worden. Also sonst habe ich jetzt alle gesammelt, wie verrückt. Warte. Dann tu im Kühlschrank. Kribbis habe ich gesammelt, da steht Kribbis. Und Früchte. Das sind eindeutig. Sind das. Ey, Mais. Boah, wie geil ist denn das? Ich werf das oben im Kühlschrank. Alles. Ja, keine Sorge. Alles. Wir wollen uns ja mal eine Pizza machen oder einen Hamburger. Ganz wichtig, deswegen brauchen wir auch die verkackte Milch, weil wir diesen Käse brauchen aus der Milch. Und deswegen wollen wir diese Reise jetzt nochmal wagen. Die lief, oh, falscher Raum. Die lief ja schon mal übelst schief, wer es verfolgt hat damals. Diesmal achten wir aber drauf, dass wir nicht abstürzen oder irgendwas machen. Ja, auf jeden Fall. Also mach den Motor aus, wenn du gelandet bist. So, die erste Ernte. Wie schön. Ja.
Hundebox, baust du gerade eine? Ja. Wo ist sie hin? Also wir nennen die immer Hundebox, das sieht auch total komisch aus. Weißt du denn, wo du sie hinpacken kannst? Weil die so verdammt groß ist, ne? Ich glaube, ich muss erstmal kurz runterfliegen, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Wie es aussieht, ey, Hammer. Ey, fliegt doch nicht so weit weg, was soll denn das? Soll ich jetzt 20 Kilometer laufen, bis ich dann mal beim Schiff bin? Oder was? Ja, aber selbstverständlich. Munition habe ich gerade vorbereitet. Ich habe 235 Schuss, Pappnase müsste auch so an die 200 Schuss haben. Sicherheitshalber einfach mal so, weil das wirklich nicht freundlich ist. Muss man einfach so sagen. Wir meiden natürlich gegnerische Kampfschiffe. Ich werf das mal alles weg. Nein, das nicht. Das will ich mir so, nicht. Tim, ich habe deine Box sehr schön gebaut. Ich bin mal sehr neugierig. Platz habe ich auf jeden Fall genug im Inventar. Das ist noch weg da. Das kann man zwar nicht vercraften, aber egal. Wo bist du? Hier. Ja, ich komme jetzt nicht 200 Meter gelaufen. Komm her, hol mich ab. Ich habe mich schon gewundert, wo du bleibst. Was glaubst du denn? Wie doof ist denn das? Du fliegst einfach weg. Usch, kleiner Punkt am Horizont. Okay, wo ist die Box? Ich sehe sie nicht. Ist das die da oben drauf, die Irokese? Ach Quatsch. Ach ne, hinten dran sind sie. Okay. Oh, schöne Landung. Gut gemacht. Oh, die ist aber wirklich gelungen. Ja, die ballern mich doch weg da, wenn die mich da drinnen sehen. Bist du drin? Ja, ich sitze drin. In dieser seltsamen Box. Okay, auf zum Eisplaneten. Wir brauchen Milk. Oh, der ist direkt vor uns, siehst du? Ja. Ist auch das erste Mal in der Staffel 5, dass wir den Planeten verlassen. Staffel 2. Meine ich, Staffel 5, ja, war Subnautica. Sorry. Wir haben Essen dabei, wir haben Munition dabei, Energie und Luft ohne Ende, sicherheitshalber. Ja. Also was heißt ohne Ende, so viel ist es gar nicht. Oh stimmt, wenn wir gleich aussteigen, müssen wir direkt unsere Helme aufsetzen. Scheiße, stimmt. Er ist ja mit U, ganz schnell erledigt. Aber das kann man glaube ich auch. Das kann man auch, während du im Schiff drin bist. Kannst du das ich hoffe, es hat getan, ich habe ein Geräusch gehört. So. Mal spannend, ob das alles so klappt, wie wir wollen. Wir waren ja ziemlich lange auf dem Planeten rumeiern und irgendwie, zwingt einen das doch irgendwann mal, den Planeten einmal zu verlassen, weil man ja auch die Möglichkeit hat, ne? Für Milch. Also sieht ziemlich geil aus, gerade der Planet, ne? Guck mal. Ja, irgendwie anders kann das sein. Ja. Ach so, der Planet. Kannst du dich mal drehen, ob da irgendwas... Das Weltall sieht doch irgendwie schön aus. Boah, guck mal, wie geil der aussieht. Ja, krass, oder? Da hat sich aber was geändert. Dreh dich nochmal rechts ein bisschen, einmal gucken. Wo ist denn der andere? Da ist der Mond. Was ist das denn für einer? Das ist ein Mond, das sieht immer komisch aus. Links war jetzt der Wüsten... Ne Quatsch, der nicht der das ist der Wüstenplanet, oder? Wo wir sonst immer gestartet haben. Ich glaube schon, dass er das ist. Ist das nicht leck. Aber wir wollen ja Milch holen. Ganz simpel und ganz einfach, ne? Wie die Folge damals. Ich flieg mal hier oben die Talsenke da an. Oh, jetzt bläht er sich irgendwie so komisch auf. Das haben sie immer nicht geändert. Da kommt die Atmosphäre. Und dann macht's plopp. Dann sind wir auf dem Eisplaneten. Eigentlich ohne Ladezeiten. Eigentlich ziemlich in Ordnung. Hä? Ja. Wo ist die Stelle hin? Da hinten. Gut, das ist ja nur so eine Art Map, die du da siehst, ne? Das ist ist aber schon ziemlich genau eigentlich. Aber dann ist ja ziemlich viel größer der Planet, wenn er auf der Oberfläche bist. Wir haben auch Strom noch für 5,9 Minuten, das ist nicht viel. Ach, angedockt, reicht. Nein, Entfernung. Was von Entfernung von was? Gibt's da denn bei dir auch Terrain-Bugs? Du meinst ja, freie Stellen. Magnesium, hier, große Elf. Eieiei, was ist das denn? Da vorne baut sich ein Turm auf. Aber ja. Da lassen wir erstmal die Finger von. Wir müssen erstmal ein bisschen Equipment. Wir brauchen ja erstmal Milch, damit wir ordentliches Essen haben. Außerdem so ein bisschen Ehrensache, dass wir die Milch sammeln. Oh, da fliegst gleich vom Berg. Pass auf. Das ist ja. Ein Fehler. Der Rest rum. Oh. Okay, wir sehen dasselbe. Man hört's. Jetzt brauchen wir nur Viecher finden. Diese komischen Yaks. Oh.
Oh, das war knapp. Oh, sieht aus wie unser altes Zuhause. Ja. Okay, aber hier werden wir auf jeden Fall Viecher finden. Da fliegt schon eine Drohne. Das macht ja nichts, die können wir mit abernten. Denk dran, dass du Y drückst, ne? Oh. Y gedrückt? Ja. Jo. Ich steche aus. Ich habe einen Helm auf. Funktioniert. Wow. Was schießt denn das? Oh! Oh. Scheiße. Wow. Erledigt. Boah, ich loote erstmal die Drohne. Scheiße. Wer fast wieder nach hinten losgegangen, der Mist. Was ist das denn? Das ist ein Eisskorpion. Ja, ein paar Teilchen haben oder nicht haben, ne? So, wo sind unsere guten Jacks? Ich hoffe, unser Flugzeug fliegt noch, aber es hat keinen Treffer abbekommen, ne? Nee. Ach, hier gab's so die geilen Röhren. Das waren auch tolle Pflanzen. Ach so, einiges. Wo sind die Viecher denn? Die gab's doch normalerweise. Ja, für Milch. Wichtig. Einfach ein bisschen latschen. Ach, da hinten ist der Pappmann. Was ist das für ein Fleck, der da rumhüpft? Ich liebe einfach diese Schwere, die Schwerkraft hier. Die. Da kommen auf jeden Fall eine Horde Drohnen auf uns. Die einen haben wohl alarmiert noch, bevor sie gekillt wurden. Oh, Skorpion bei dir. Oh. Was? Oh, da hinten schießt die Drohne. Übelst weit weg noch. Was schießt du? Im Lasergewehr. Ah, sind die Viecher. Ich höre sie knurren. Jo. So, jetzt sind sie auf einmal da. Es spawnt ein bisschen komisch. Guten. Erstmal das Junge erlegen. So, gute Milch. Oh nein, der hat nur Fleisch drin gehabt. Schon wieder eine Drohne? Willst du? Nö. Eine Milch. Das ist aber keine gute Waffe, die du hast, ne? Die schon. Ja, aber groß. Nachladen erstmal. Toll. Der hat eine Ladung Milch drin gehabt. Eine dicke Ladung. Also hol dir nur die dicken. Die kleinen, die bringen gar nichts. Ja, ja, ich weiß. Ach, Fleisch, versuch ich noch gar kein Fleisch. Trash. Gute Munition, ey. Trash. Oh, der hat nur Fleisch schon gehabt, darum. Ist halt so random. Boah, der ist aber groß. Den will ich haben. So ein Fähig, dass ich so ganz erkannt, wie Hade ist. Dann snacken wir den mal weg. Hast du die Drohne schon gelootet? Da hinten? Ja. Ich geh mal zum Kühlschrank. Ich höre ihn doch. Also die Schrotflinte ist echt krass stark. Nicht mal das Raumschiff hier drüber. Warte. Bist du sicher, ich soll das machen? Ja. Warte, ich hol mir noch ein bisschen Milch. Ja, hier war noch ordentlich eine Milch drin, ne? Meine Tasche ist schon wieder fast voll. Ja, darum sage ich, schieb das Schiff mal rüber. Warte, ich pack meine Milch selber erstmal weg. Oh, der Container hat aber nicht viel Platz, ne? Nö. Müssen nachher schnell sein. Aber hier sind vier große Viecher. Das Salami hält sich sehr lange. Gib Gummi. Ja, ich komm noch. Wo bist denn du überhaupt? Guck, auf der Map siehst du mich. Ja, ich sehe dich. Oh, und sterben nochmal die Tiere, wenn ich vorbeifliege. Siehst du mich? Da, ich sehe dich. Ja, wenn wir da eine Waffe für hätten, wäre natürlich besser gewesen. Ne? Ja.
Boah. So eine Optik hier. Y. T. Der Kühlschrank hat nicht viel Platz, aber dafür können wir auch ein bisschen lagern. Macht ja nichts. Ja. Wie viel Munition habe ich denn noch? Verbraucht man aber sehr schnell, ne? Darf ich die vielleicht auch nochmal looten? Nee, ne? Da ist Fleisch drin. Verwestes, verdorbene Lebensmittel sind da drin. Oh. Was? Ja, in dem waren jetzt Verdorbene drin. Das ist wahrscheinlich noch ein Bug, oder? Ja. Hier auch. Ja, ist gekauft. Ich hab aber nimm die verdorbenen Dinger trotzdem mit. Hab ich. Okay, ich glaube, das war's. Mehr brauchen wir gar nicht, ne? Quatsch, hier ist noch ein Viech. Meine Tasche ist voll. Ich kann noch zweimal Milch packen, das war's. Oh, da kommt auch gerade einer wieder. Spawn aber sehr rasch, ne? So, Tasche ist rappelvoll mit Fleisch und Milch. Sehr schön. Ich komme nicht abholen. Oh, bitte. Er muss nachladen. Energie on. Oh, wir haben nicht mehr viel Energie. Nicht, dass wir deine Atmosphäre gleich verglühen. Die Viecher tun dann ja nichts, solange man denen nichts tut. So. Echt, wir haben die ganze Power aufgebraucht. Hammer. Aber wir haben alles gedacht. Oh, ich aber nicht. Wie werfe ich denn hier was raus jetzt? Was eine Scheiße ist denn das? Vernichten. Nicht, dass wir dann abstürzen. Wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht immer so ein Desaster verursachen. Auf jeden Fall. Steigen Sie ein, junger Mann. Ja, komm. Du wolltest einen grünen Planeten. Sag, wenn du drin bist. Ja. Dir gleich mal, ich hau gleich ab. Ja, du weißt, wie du hier auf dem Planeten überleben kannst. Hör auf, dich bitte zu drehen. Sind wir drin? Ja, gib Gummi. Okay. Speed up Richtung Sonne. Wir wollten auf der Sonne landen, ne? Auf jeden Fall. Ah, da steht mal Entfernung. Von was für eine Entfernung? Ach, zum Orbit steht da. Ich muss da auch mal ganz lesen. Ja. Vielleicht sinnvoll. So, ich versuche jetzt den Planeten zu verlassen. Mit ein bisschen Glück klappt das auch ohne zu explodieren. Da ist schon irgendein Planet. Ist das der grüne? Das ist der grüne, ja. Das sind zwei. Also rechts und links von der Sonne. Links müsste der grüne sein. Ich finde, rechts sieht eher grün aus, aber wir sind immer noch am Kämpfen. Ach, fahr erst mal. Rechts ist der Wüstenplanet. Wir sehen das Asteroidenfeld. Und der sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, ne? Ja. Nee, das ist. Nee, der da hinten. Also, der am Asteroidenfeld. Das ist der klassische Wüstenplanet, unser erster Heimatplanet. Das ist jetzt der grüne. Da kommen ja noch mehr Planeten dazu. Und die Entfernung sollen ja auch noch viel größer werden, habe ich gelesen. Das steht ja auch, wenn man das Spiel startet, da. Aber. Aber das ist schon eine ziemlich coole Idee. Ja, oh. Was ist los? Ich bin gerade dabei zu sterben. Warum? Jetzt schon wieder. Ich wurde von irgendeinem Viech angefallen. Nee, warte mal. Ich muss landen, bevor du stirbst, sonst kommen wir nicht rein. Soll ich anhalten oder? Halt an, hier, halt mal kurz an. Ich stehe. Eine Entfernung zu Akua, guck mal, es steht sogar da. 4.804 Meter, das ist aber nicht viel. 5 Kilometer. Hm. Bist du geheilt? Ja. Gummi. Mhm. Warte, ich hab noch einen Schluck genascht. Ich dachte, das dauert länger. Boah, jetzt bricht ab, mein Herz jetzt zertrümmert mein Schädel. Aber wir sind schon ganz schön langsam, ne? Guck mal auf. Ah nee, guck mal, die Entfernung wird größer, wo wir näher kommen. Das ist nicht der richtige Planet. Pappnase. Ja. Das scheint Mond zu sein. Ah, jetzt sehe ich es besser. Hey, warum
bewegen wir uns so weit nach rechts. Ich will nicht nach rechts, links fliegen. Das nennt man Newton'sche Gesetze, lieber Tim. Ach, leck mir am Arsch. Später vielleicht. Nicht im Video. Gottes Willen. Niemals. So. 2 Kilometer sind es aber auch nicht gerade. Das ist voll der schöne Fluss irgendwie. Sieht sowieso geil aus, der Planet, ne? Also ja. Kontinente sieht man da nicht so wirklich drauf. Eher so nicht Insel, ne? So ein Inselplanet. Ja. Wo man hier auch so einen sehr großen Kontinent hat. Spricht dafür, dass er sehr alt ist. Dass er so zerteilt ist. Ah, wir sind drauf. Okay, jetzt Navigator. Kannst du das nicht selber? Nein, ich will, warum sind wir denn zu zweit? Damit ich das alleine machen muss? Das ist ein großer Stückchen Berg. Links. Ja, stopp. Okay. Was vielleicht noch ein bisschen weiter links. Stopp. Okay, später wird uns ja sowieso angezeigt, wo das ist. Aber ich kann es mir gar nicht glauben. Falls wir jetzt nicht explodieren noch, haben wir es tatsächlich geschafft, Milch zu holen. Ja. Für den guten Käse. Oh, mein Ohr. Ist das der große Berg vor uns jetzt? Also der übernächste? Nee. Silizium? Nee. Oder der dahinter noch, der ganz große? Der dahinter könnte es vielleicht sein. Auf dem Planeten sind die Entfernungen schon ein bisschen anders. Nein, ist er nicht. Also im Weltraum kommt dir das so nah vor und auf dem Planeten selber ist das so weit. Ja. Eigentlich erstaunlich. Ich höre ja eine weibliche Stimme bei Pappnase. Tim stinkt, da. Schon schlimm genug, dass ich das so sage, aber es ist unsere Basis. Tim stinkt und Pappnase stinkt. Wäre so eine Scheißblume. So, ganz elegant reinfliegen. Boah, Bremse. So, ich mach mal die Außenansicht. Zeig sicherheitshalber schon mal aus. Nein, boah, nee, krieg das hin. Ja, super. Wir müssen die Milch da buchen können. Wir haben es geschafft. Wir können Käse. Oh. Dann wollte ich hier nicht fliegen. Ah, ich sitz, wackelt und hat Luftpappnase. V, Y. Ja, und wenn du aussteigst, dann guck dir das Timer an, bitte. Ja, ich bin leider von der Wand geflogen. Was soll ich machen? Ja, guck mal hin. Warte. Das ganze Schiff ist fast zerstört. Ich bin nur geflogen. Wofür? Meinst du, haben die irgendwie kein Repariertool reingebaut? Alles verbeult. Ich habe doch gar nichts mit dem Arsch berührt. So. Bist du auch gerade schon Milch am Bunkern? Ja. Der Kühlschrank ist voll. Warte, ich gucke, ob ich einen neuen bauen kann. Habe ich nicht viel mehr Milch gebunkert? Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5... Im Kühlschrank. 5-mal Milch habe ich jetzt dabei, mehr nicht. Vielleicht ist ja im Kühlschrank was. Ja, im Kühlschrank ist ja schon viel Milch. Ach so, du hast von dem Schiff. Ich bin ja blöd, ja klar, da habe ich ja auch hingetan. Dann müssen wir aber noch einen Kühlschrank bauen, ne? Ob wir wollen oder nicht. Ja, ich baue mal 2 Stück. Dann mache ich hier. Hä? Oh nein, jetzt habe ich keinen... Ich darf nicht mehr abreißen, ich habe keine Munition mehr dafür. Was willst du denn abreißen? Ja, Blöcke aus der Wand holen. Lass das lieber. Nein, da hab ich doch schon. Hier. Lass das. Hier, das wird nur grausam enden. Wo ist der Essensmacher? Exakt, das meinte ich nämlich. Oh nö, das ist aber ein Backenblöder, dass der jetzt weg ist. Hab ich gerade nicht gesehen. Der ist auch nicht mehr da. Na gut, wir wollen ja eh nur Milch bunkern. Nein. Wieso? Wieso macht er das? Achso, Helm abnehmen, Pappnase. Oh, jo. Okay.
Erstmal einen Kühlschrank. Machen wir den. Vom Bunker will noch die Milch. Das ist so geil. Also jetzt haben wir echt Milch. Jetzt können wir Käse machen. Und jetzt haben wir Tomaten, Salami. Wir können eigentlich bald eine Pizza machen, ne? Zum Beispiel oder den Hamburger. Das wird auch cool. Ja. Machen wir eine Gourmet-Kochfolge. Was machst du denn jetzt? Gucken, ob ich noch irgendwas umdisponieren kann. Ja, hier haben wir auch noch. Oh, guck mal, hier sind ja noch Teile drin. Das ist nicht so. Ich tue mal den Kühlschrank nutzen, aber der hat ja gar keine Energie gerade, ne? Vom Schiff. Kühlt der Kühlschrank? Ach, verflucht. Bitte? Der Kühlschrank. Nö, wenn das Schiff nicht an ist, dann kühlt das nicht. Scheiße. Ich kann etwas essen. Aber nicht die Milch. Wieso nicht? Ja, weil wir die doch brauchen für Käse. Ja, ist okay, Tim. Käse und Milch. Käse, Käse, Käse. Das war schnell ein Loch in der Wand. So, wieder heile gemacht. Ich guck mal kurz, was der Garten macht, während du die zwei neuen Kühlschränke baust. Ja. Sehen, wir brauchen auf jeden Fall mehr Kühlschränke. Schon cool. Kaffee ist fertig. Krieg ich denn nur eine Kaffeebohne raus? Ist ja echt ein bisschen geizig, ne? War auch gar nicht. Wenn man anpflanzt, sollte man doch schon ein bisschen mehr bekommen. Ja, darum sollte man größere Beete machen. Eigentlich. Ja, also der Berg hat ja noch ein bisschen Kapazitäten, ne? Sagen wir mal so. Da kann man ja immer noch Räume bauen. Das soll ja nicht das Problem sein. Wie doof die Hummel hier drin parkt. So ein Schmatzprozessor. Ach, die Wurst nehmen wir uns da mit. Warte, hier ist das auch mal eine Wurst. Gute Salami. Beefy ist der Hit. Beefy muss mit. Ich liebe Beefy-Mini-Würste. Du auch? Ja, aber die sind, glaube ich, so teuer, oder? Nö. An der Tankstelle sogar, auf der Arbeit, das ist zu teuer. Aber im Supermarkt, die 5er-Packs sind voll billig. Da kommt auch die billige irgendwie nicht mit. Ist so wie mit Funny Chips, muss ich sagen. Also ich bin ja auch so ein, oh cool, Munition. Bin ja so ein Chips-Esser bin ich nicht, ne? Meine Frau eher, die kann die Finger da nicht von der Tüte lassen. Aber wenn ich Chips esse, dann sind es Funny Chips, weil die mir einfach am besten schmecken. Das hat jetzt auch nichts. Ja, die ersten paar Chips aus der Tüte sind gut, danach habe ich die Schnauze voll davon. Na, ich weiß nicht, dass jetzt Werbung machen, wir kriegen auch kein Geld dafür, aber Funny Chips sind die besten, finde ich. Also es gibt auch von Lorenz die Crunch Chips, die habe ich jetzt heute gekauft, die esse ich auch. Ach. Keine Frage. Die schmecken auch gut, aber ich mag lieber die Funny Chips. Also es ist so wie Kokain, sage ich mal. Du isst eine Handvoll, hä? Dann willst du auch noch eine Handvoll haben. Was jetzt? Ich habe zwei davon gebaut, zwei Essensprozessoren. Hä? Weiß auch nicht. Und wo kommt der Kühlschrank? Kannst du einfach darüber setzen, oder? Was hältst du davon? Dass er so im Raum... Ja, dass wir da nichts mehr kaputt machen. Oh, endlich, welchen Scheiß los. Ich habe Angst, dass er vergammelt in der Tasche. Hä? So. Gehen wir schnell noch zum Schiff. Ach, und Tim hat hier wieder absolutes Chaos angerichtet. Was denn? Da seht ihr es. Was denn? Ja, die Milchflaschen. Wir haben doch jetzt einen extra Milchkühlschrank. Ach, wusste ich doch gar nicht, du Arsch. Wo ist der Milchkühlschrank denn? Warte mal, den können wir ja auch direkt da rausnehmen. Wo ist denn der Milchkühlschrank? Das wunderschöne Gebilde über dem Essensprozessor. Ja, ich darf an nichts dran, du bist an alles dran. Ja, welch ein Zufall. Hat sogar fast gepasst. Ich hab noch genau zwei Milch. Hat genau gepasst. Boah, haben wir viel Milch. Boah, geil. Und ganz viel Fleisch. Jetzt können wir auch Milchsamen herstellen, Tim. Milchsamen, ja. Oh, der ist voll leer. Hä? Okay, super. Alles erledigt. Ich sag danke fürs Zusehen. Ich sag danke an Pappnase fürs Mitspielen, wie immer. Wir müssen uns ja gegenseitig ein bisschen dissen, dann machen wir nur Spaß, ne? Keine Frage. Ja. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge von The Curry. Jo. Wird spannend. Tschüss. Tschüss.